Hallo zu einem mini, mini kleinen Haul, einem Kiko-Haul von mir. Es ist nicht viel, aber zeigen möchte ich es euch trotzdem gerne. Nicht wundern, ich habe noch nasse Haare, ich komme gerade aus der Badewanne. Ja, wir wollen nämlich heute Abend ins Kino. Gesicht habe ich zwar schon fertig gemacht, wie man sieht, ne? Aber ja, die Haare halt noch nicht die. Ich lasse die immer lieber gerne ein bisschen Luft trocknen. Das Föhn, das tut meinen Haaren nicht so besonders gut, deswegen sehen die noch ein bisschen komisch aus. Ich hatte eigentlich zu meinem Mann gesagt, der sollte mich eigentlich am Kiko vorbeizerren. Verzeihung, mein Vögelchen. Ja, die hat auch ein bisschen was rumzugegen. Vögel. Der sollte mich eigentlich am Kiko vorbeizerren, dass ich nicht reingehe. Stattdessen, weil er noch nichts zu Weihnachten für mich hatte, hat er mich reingezerrt. Und hat mir dann so einige Sachen in das kleine nette Einkaufskörbchen geschmissen, was dann halt mit zu mir nach Hause durfte. Und zwar, mein eigentliches Weihnachtsgeschenk ist, kleinen Augenblick, tada, ist das nicht hübsch? Das ist eine kleine Geschenkbox von Kiko. Und zwar, ist da der passende, also der Lippenstift und der dazu passende Nagellack drin. Ich mache euch das mal auf. Das gab es in drei verschandenen, Entschuldigung, verschiedenen Varianten. Ich habe mich für die, da kann man es vielleicht sehen, genau, für die 02, Divine Peach entschieden. Das sieht dann so hier drin aus. Ja. Und zwar aus der neuen LE, die es im Moment bei Kiko gibt, Twin Stars. Ich finde es auch richtig sehr, sehr schön, vor allen Dingen dann für den Frühling. Das ist so, ist das ein Peach, nicht wahr, Peach-Pfirsichton. Sieht sehr, sehr schön aus. Den habe ich euch noch nicht geswatcht. Tuch die auch noch frei, habe ich schon. Kleinen Moment, mache ich euch gleich, zeige ich euch sofort. Und hier halt der passende Lippenstift dazu. Ja, geswatcht sieht er so aus. Sieht jetzt hier ein bisschen dunkel aus, aber wie gesagt, auf den Lippen kommt das sehr natürlich rüber. Das kommt meiner natürlichen Lippenfarbe sehr nah. Und gerade, wie ich ja in den letzten Videos gesagt habe, dadurch, dass ich jetzt im Moment stärkeres Augen-Make-up trage. Trinchen! Moshi, komm lieber raus, anstatt rumzumeckern. Ach, der Vogel. Nee. Dadurch, dass ich jetzt stärkeres Augen-Make-up immer trage, anstatt, naja, was Gedeckteres oder so Nude-Töne, habe ich im Moment in meiner Schrottpalette ja nicht mehr drin. Moment, ich switche mal nebenbei. Da brauche ich wirklich mehr helle Lippenstifte. Die Verkäuferin war auch wieder sehr nett. Ich habe mich auch wieder sehr gut mit der unterhalten. Es war eine neue, die kannte ich diesmal noch nicht. Der Azubi war das so, habe ich sie jetzt gar nicht gefragt, aber jedenfalls war es eine richtig nette. Wir haben eine ganze Weile über Make-up geplaudert. Ja, und wie gesagt, das kommt in so einer hübschen kleinen Box. Ich glaube, die hat, wie viel hat sie gekostet? Ja, Moment, Kassenzettel habe ich auch noch drin. Ja, das sieht doch voll süß aus. Man kann es sogar, wie man sieht hier, ne, ans Weihnachtsbäumchen hängen. Also ich finde das eine super tolle Geschenkidee. Meine Lieben, wer es gerne haben möchte, ganz fix zu einem Kiko in eurer Nähe. Wie gesagt, in drei verschiedenen Varianten. 01 war so in einem, wie soll ich das beschreiben, Altrosé, hat mir aber auch eigentlich sehr gut gefallen. Also ich habe wirklich so zwischen 1 und 2 geschwankt. Das dritte war ein bisschen, war dunkler, hat also jetzt nicht so in mein Beuteschema im Moment gepasst. Ja, und da kann ich den Ton aber jetzt nicht genauer beschreiben. Das war mehr so, ich weiß nicht, ich kann es nicht so genau sagen. Müsst ihr dann einfach mal selber gucken. Also wie gesagt, in drei verschiedenen Varianten gab es das. Mäuschen. Hallo.
keine Ahnung, die ganze Zeit hast du den Schnabel gehalten. Jetzt drehe ich hier was und jetzt meckert die. Na, so weit. So, geswatcht. Da lacht sogar mein Mann, ja. Das ist richtig gemein, was die Kleine hier gerade treibt. Da quasselt mal was. Also geswatcht ist das jetzt der hier. Ja, der. Ja, sieht dann so auf den Fingernägelchen aus. Na, da. Nochmal vielen lieben Dank an mein Füchslein, ne, für die Nagelräder. Du siehst, ja, ich bin schon am Arbeiten, ne, dass ich den nächsten voll kriege. So, und weiter geht's. Was natürlich unbedingt mit musste, wenn ich schon einmal bei Kiko bin, war, ist meine 24-Stunden-Creme. Aha, naja, so ähnlich. Von der 24-Stunden-Creme von Kiko, schwöre ich ja drauf, ist die beste Creme überhaupt. Dadurch, dass Kiko aber nicht gerade bei mir um die Ecke ist, komme ich da nun nicht immer ran und nur wegen der Creme fahre ich dann da nun auch nicht hin. Ne, deswegen nutze ich das immer, wenn wir sowieso Geschenke-Shopping machen, dann dahin zu fahren. Und ich hatte auch richtiges Schwein. Die ganze Pflegeserie in diesem Lila-Ton kostete 50% weniger. Das bedeutet, die Creme kostet eigentlich 11,90 Euro und ich habe nur noch 5 Euro und ein paar Zerleierte dafür bezahlt. Moment. Kassenzettel habe ich ja gerade gesagt, ist eigentlich hier drin. Das macht ja gerade Spaß, den kleinen Ass. Ja, genau, ich habe nur noch 5,90 Euro bezahlt statt 11,90 Euro. Und wie gesagt, schwöre ich drauf. Also, ich liebe diese Creme. Es war schon schlimm, dass ich sie nicht mehr hatte. Und wird bei mir auch immer wieder nachgekauft. Also, wer schon ein paar ältere aufgebraucht Videos und Holz, Kiko Holz von mir kennt, der weiß, dass die auch immer mit dabei ist beim Einkauf bei Kiko. Wie gesagt, das hier nochmal, ich habe ja gesagt, ich habe einen Preiskassenzettel, 10,90 Euro hat es gekostet, dieses süße kleine Package hier. Total niedlich, finde ich total hübsch. Wirklich, hängt es euch am Weihnachtsbaum, alle drei am besten, nicht wahr? So, was ich noch Hübsches von meinem Mann bekommen habe, weil der ist da so, der rennt dann da durch Kiko durch und guckt sich die Sachen an, was da rumsteht und schmeißt dann nachher alles, was ihm gefällt und was er an mir sehen möchte, schmeißt er dann ins Körbchen rein. Na, und unter anderem hat er auch diesen hübschen Nagellack reingeschmissen. Ja, das ist die... Der Namen haben die von Kiko nicht. Das ist aber die Farbbezeichnung 492. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da steht es bei meinen Fingerchen. Ja, ich sehe schon, fokussiert es nicht richtig. Ja, 492. Ich habe zwar so eine ähnliche schon, aber ohne diese Glitzerpartikel drin. Geswatcht sieht das Ganze so aus. Das ist dieser hier. Ja, der hier. Ich finde, das macht sich auch ganz, sieht auch ganz hübsch aus. Wenn man so lange Fingernägel hätte, diese kleinen abgekauten hier gerade. Hm. Ja, die waren auch runtergesetzt, deswegen sind da auch gleich drei mit reingewandert. Die haben nur noch 1,90 Euro gekostet. Dann die Farbe fand er ja Hammer. Die schillern auch so schön, nicht wahr? Das ist total herrlich. Das ist die Farbe 277. Ja, so sieht das ein bisschen zumindest. Ja, 277. Die ist so schön pink mit Glitterpartikeln drin. Ist geswatcht der hier. Ja, sieht richtig, richtig hübsch aus. Einfach nur toll. Vor allem, wenn man den ins Licht hält. Ich sehe es ja jetzt hier, dadurch, dass ich am Fenster sitze. Der schimmert auch in mehreren Farben durch die kleinen Glitzerpartikel, die da drin sind. Und dann wollte er unbedingt, dass ich einen goldenen mitnehme. Passt ja auch wunderbar in die Weihnachtszeit. Und so einen goldenen habe ich noch nicht. Da habe ich ja immer schon die letzten Mal bei Füchse, die hatte in irgendeinem Video, hatte sie da auch einen goldenen drauf. In einem von ihren letzten, da habe ich auch schon immer mal so geguckt. Ich glaube, ihrer war von Essence. So, und meiner ist jetzt, wie gesagt, von Kiko. Das ist die Farbe 480.
Habe ich gesehen, da habt ihr es gesehen. Genau. 480. Also richtig, richtig hübsch. Und geswatcht ist sie da so aus. Also wirklich auch sehr, sehr hübsch. Tolle Farbe, schönes Gold. Und das ist alles auch nur Einmalauftrag. Ja, also ich finde die, gerade auch der Peach hier drüben, den ich vorhin gezeigt habe, also ich finde die Decken sehr, sehr gut. Alles nur mit einmal auftragen. Tja, bin gespannt, wie er dann aussieht, wenn man vielleicht zweimal drüber geht. Na, dann ist es bestimmt noch interessanter. So, ja. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, der eigentliche Haul ist jetzt beendet. Aber bei meinem Unboxing-Video von der Foxy ist ein bisschen was schief gelaufen. Warum, wieso, weshalb die Kamera dann nachher aufgehört hat aufzunehmen, mein Mann und ich wissen es nicht. Es fehlen zwei Produkte, die Foxy mit in ihrem Paket für mich drin hatte. Die will ich euch jetzt nachzeigen. Natürlich ist die Freude nun nicht mehr ganz so schön, wie ich es hatte, wo ich es ausgepackt habe. Ja, die zwei Sachen reiche ich euch jetzt mal nur noch nach. Das schiebe ich jetzt einfach mal hier so mit ein. Edge. Ach, weil Pleiten, Pech und Pannen gehören dazu. Ach, Moment. Und wie gesagt, die Kamera ist neu. Wir haben das noch nicht, sind da noch nicht so ganz so dahinter gestiegen. Also wir finden auch einen Fehler nicht, warum der nicht weiter aufgezeichnet hat. Keine Ahnung, weil 2 Minuten hätte ich eigentlich noch gehabt mit dem Faseln. Ne? Und trotzdem hat die nicht mehr aufgenommen. Und zwar war bei der Foxy im Paket noch drin von Rival de Loup die Reinigungstücher Mandeltraum. Also ich hatte ja mal kurz dran geschnüffelt, die riechen nicht nach der Nussmandel, sondern nach der Blüte. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, die riechen ganz toll. Und eingepackt hat es mir in diese hübsche Box. Ja, richtig direkt für Kosmetiktücher. Witzig ist, das ist eine Balea-Box und es sind Rival de Loup Reinigungstücher drin. Habe ich erstmal gelacht, ja, wo ich das eigentlich auch gemacht habe. Und dann habe ich sie auch noch beschwindelt, weil sie hat mich nämlich gefragt, dann aber privat, ob ich denn die Box gebrauchen kann. Und da habe ich gesagt, na freilich, da kann ich meine alte aussortieren. Der Witz ist, ich hatte überhaupt keine für Kosmetiktücher. Das habe ich vorhin im Bad gesehen. Ich habe nur eine Box für die feuchten Toilettentücher, nicht für die Kosmetiktücher. Die liegen nämlich so in der normalen Verpackung hier halt bloß da. Ne? Also sprich, jetzt habe ich auch eine Box für meine Kosmetiktücher. Ne? Also vielen Dank, mein Füchslein. Ich weiß genau, du guckst dir das auch an. Ja. Und was noch drin war, für mich außer der Schmusesocken, ja, also wer das Video nicht gesehen hat hier von meinem Füchslein, wo sie mir mein schönes Paket geschickt hat hier, das nette Unboxing-Video. Nach den Kuschelsocken war das hier das Geilste für mich im Paket. Seht ihr das richtig? Ja. Und zwar hat sie mir geschickt einen Beauty Woman Organizer für einen Schminktisch. Ich habe ja im März von meinem lieben Mann einen Schminktisch bekommen. Zum Geburtstag, ja, und dafür hat sie mir jetzt halt einen Organizer gekauft. Ich war total begeistert, hin und weg, hatte so schon Angst, ich habe schon sowas und gesagt, nein, sowas habe ich noch gar nicht. So, ich zeige euch den mal. So, also hier kann ich richtig schön 6 Lippenstifte reintun, hier oben meine Pinselchen und mal sehen, ich habe jetzt hier eigentlich für mehreres, ich hatte jetzt schon was rausgekramt mit ein paar hübschen Lidschatten. Also ich habe schon ein bisschen in meiner Kosmetiksammlung gewühlt, weil ich möchte dann hier wirklich schon ein paar Lippenstifte reintun, die auch vom Äußerlichen ja ein bisschen schick aussehen und nicht so 0815 schwarzer Manhattan-Lippenstift oder so. Na, und ja, also darüber habe ich mich ganz, ganz doll gefreut, Füchsi. Wie gesagt, schade, dass du nun diese richtige Reaktion nicht mehr sehen kannst, weil ja nun das irgendwie vor den Baum gelaufen ist. Naja, wie das eben so ist, wenn man neue Sachen hat, man muss es immer erstmal ausprobieren.
keine Ahnung. Ich hoffe mal, bei dem nächsten Dreh passiert so ein Fehlerchen nicht. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht noch vielleicht für eure beste Freundin oder so noch für ein kleines Weihnachtsgeschenk inspirieren. Ja, also das ist richtig hammergeil. Das finde ich so toll, das Ding. Hier, dieses hübsche, ach, geil, hä? Twin Stars. Cool. Na, das ist bestimmt was für die beste Freundin, auf jeden Fall. Oder für die Mutti. Oder fürs Töchterchen oder so. Also wie gesagt, ab zu Kiko. Richtig geil, das Ding. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut bei eure Loki. Ciao, ciao.